Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Hashtag AskKati-Video. Das ist ja mein Fragen-Antworten-Format auf meinem Kanal schon seit Jahren wirklich, also schon sehr lange. Und heute gibt es mal wieder eine neue Ausgabe davon. Ihr habt mir nämlich wieder auf Instagram und Facebook Fragen gestellt und die werde ich jetzt beantworten. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Okay, die erste Frage lautet, meinst du, es ist sinnvoll, jetzt noch einen Beauty-Lifestyle-YouTube-Kanal zu eröffnen oder hat man da eh keine Chance mehr, erfolgreich zu werden? In Klammern, mehr als 50.000 Klicks pro Video. Also zunächst einmal ist für mich 50.000 Klicks pro Video echt viel. Ich weiß, das hat sich jetzt mittlerweile so in der YouTube-Zeit geändert, aber als ich damals angefangen habe, waren 50.000 Klicks echt so wow, krass. Klar kann man auch heute noch erfolgreich werden, auch mit Beauty und Lifestyle. Es kommt immer darauf an, wie man vor der Kamera ist, ob man sich nicht verstellt und ob man vielleicht irgendwie was Besonderes an sich hat. Ich denke, das ist halt das Wichtige daran, dass man irgendwie was Besonderes hat. Ob es jetzt der Charakter ist, die Haarfarbe oder was weiß ich. Obwohl ich persönlich ja der Meinung bin, dass man YouTube nicht wegen des Erfolgs oder wegen des Geldes oder so starten sollte, denn dann geht das Ganze bestimmt nach hinten los und ihr werdet sehr schnell sehr enttäuscht sein, dass es gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Frage Nummer 2. Wirst du YouTube auch nach dem Ende deines Studiums weitermachen und bewirbst du dich bereits? Nein, ich habe mich noch nicht beworben. Ich möchte zwar auf jeden Fall mal irgendwann einen anderen Beruf auch mal ausüben, aber ich denke, YouTube wird auf jeden Fall immer Teil meines Lebens sein. Solange es YouTube jedenfalls gibt. Vielleicht gibt es das ja irgendwann nicht mehr. Dann natürlich nicht. Frage Nummer 3. Würdest du lieber eine feste Zahnspange oder eine Brille mit viel Stärke haben und warum? Also ich würde lieber eine feste Zahnspange haben und nicht eine Brille, weil ich nämlich keine Brille brauche. Aber eine Zahnspange brauche ich, weil meine Zähne leider nicht so gerade sind, wie ich sie gerne hätte. Und das werde ich jetzt auch in nächster Zeit angehen, das mit der Zahnspange. Aber dazu werdet ihr dann auf jeden Fall noch mehr sehen. Ich hoffe, das klappt alles dieses Jahr. Ich habe das schon vor seit bestimmt 4 Jahren möchte ich eine Zahnspange. Bisher habe ich es irgendwie nicht so richtig hingekriegt. Dann war das Problem, dass ich noch die Weisheitszähne hatte. Die habe ich mir jetzt extra letztes Jahr deswegen entfernen lassen, damit ich halt mir dann meine Zähne gerade machen lassen kann. Ja, und dieses Jahr möchte ich das jetzt endlich angehen und ich hoffe, dass das jetzt dieses Jahr was wird. Nächste Frage. Wurdest du früher gemobbt? Also diese Frage kriege ich ja echt sehr, sehr, sehr häufig. Und irgendwie ist es ja auch schade, weil ich denke, viele von euch werden eventuell gemobbt. Also ich persönlich kann sagen, dass ich eigentlich nie gemobbt wurde. Das hätte sich auch keiner getraut. Dafür war ich einfach immer viel zu selbstbewusst und habe halt nie irgendwie was darauf gegeben, was andere sagen. Natürlich gab es immer Leute, die sich irgendwie über einen lustig gemacht haben. Ich habe ja schon zu meiner Schulzeit mit YouTube angefangen. Also da gab es natürlich einige Leute, die darüber geredet haben. Oder zum Beispiel auch deswegen, weil ein Elternteil von mir auf meiner Schule war, als Lehrer natürlich. Und das war natürlich auch hin und wieder mal ein Gesprächsthema. Aber ich habe immer eigentlich sehr gut über allem drüber gestanden. Und da bin ich auch, ja, stolz drauf, kann man so sagen. Ich weiß es nicht. Also ich wurde nie gemobbt. Nein. Hättest du Lust auf ein Gesangsprojekt, also zum Beispiel ein Musikvideo oder einen eigenen Song oder einfach auf professionelle Covers, die du dann auf YouTube hochlädst? Ganz einfache Antwort, ja. Hätte ich unglaublich Bock drauf. Ihr wisst ja wahrscheinlich, mindestens seit meinem letzten Video, wo ich meine alten Musikvideos mit euch angeschaut habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es unbedingt mal an. Das ist sehr witzig und teilweise auch peinlich. Deswegen, ja, da habe ich meine alten Cover-Songs, die ich auf YouTube hochgeladen habe, euch gezeigt. Denn ich habe eine alte Festplatte wieder gefunden. Wie dem auch sei, Singen ist trotzdem auch heute immer noch ein großes Hobby von mir. Wenn ihr mir auf meinem Vlog-Kanal folgt, dann habt ihr mich auch jetzt zwischendrin immer mal wieder singen gehört. Take my hand, take a breath, hold me close and take one step, keep your eyes locked on mine, let the music be your guide. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock mal ein Cover aufzunehmen, vielleicht auch einen eigenen Song. Ja, und vielleicht ist da ja auch ein bisschen was in Planung und vielleicht kommt sowas ja auch auf euch zu demnächst. Was sind Nachteile und Vorteile als YouTuber? Okay, fangen wir erstmal mit den Vorteilen an. Ich finde halt, es ist besonders cool, dass man sein eigener Boss ist, dass niemand einem sagt, so, ja, jetzt musst du aber anfangen oder das ist falsch, das musst du neu machen oder sowas in der Art. Das gibt's halt nicht. Man kann sich seine Zeiten selbst einteilen. Das heißt, ich muss nicht morgens um 8 Uhr anfangen zu drehen. Zum Beispiel jetzt gerade haben wir
17.18 Uhr und ich fange jetzt erst an, ein Video zu drehen, weil ich einfach vorher was anderes gemacht habe. Und das ist dann halt auch gar nicht schlimm. Dann muss ich halt zusehen, dass ich das Video jetzt heute Nacht noch fertig schneide. Aber das ist dann halt mein Problem. Und kein Arbeitgeber sagt mir dann so, nee, du musst bis 17 Uhr aber mit allem durch sein. Nö, ich kann auch einfach bis 3 Uhr nachts schneiden. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Natürlich ist es auch cool, Produkte zugeschickt zu bekommen. Wenn ihr mir auf meinem Vlog-Kanal folgt, dann seht ihr auch häufig so, was ich so bekomme. Wenn ich Pakete kriege, die mache ich dann vor laufender Kamera auf. Oder ja, man wird zu Events eingeladen, man kann einfach viel erleben. Das ist das Coole auch. Besonders halt, man reist viel. Das ist auch sehr ein großer Vorteil, finde ich, was man normalerweise sonst wahrscheinlich nicht so machen würde. Diese Vorteile können halt auch Nachteile sein, wenn man halt eben nicht so begrenzte Zeiten hat. Okay, ich muss um 8 Uhr anfangen und muss um 16 Uhr dieses Projekt fertig haben. Dann kann man auch manchmal faul sein. Man denkt sich so, oh, ich habe keine Lust. Und niemand ist einfach da, der dir so in den Hintern tritt und sagt so, ja, du musst jetzt aber, Fräulein, jetzt mach mal hier hinne, aber nee, so ist das halt nicht. Ich muss mich immer wieder selbst motivieren, immer wieder denken, okay, jetzt fängst du an, wenn du das nicht machst, dann hast du das Wochenende wieder ganz viel zu tun, sitzt jeden Abend nur am PC und schneidest und schneidest und schneidest. Ansonsten steht man natürlich immer in der Öffentlichkeit und das kann halt auch negativ sein, indem man einfach alles, was in meinem Leben passiert, analysiert wird. Und das kann halt schon ein bisschen so an den Nerven kratzen, die Nerven strapazieren, ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Vorteile und viel, 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 viel mehr Nachteile, aber wenn ich die alle aufzähle, sind wir auch noch morgen bei diesem Video dran und deswegen machen wir jetzt mal mit der nächsten Frage weiter. Wenn du dich zwischen Einhorn sein und reich sein entscheiden müsstest, was wärst du lieber? Also ich habe mir überlegt, ich wäre lieber reich, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, wenn ich ein Einhorn wäre, müsste ich mich die ganze Zeit irgendwo verstecken und wäre dann voll einsam. Jeder will ja ein Einhorn sehen und wenn es dann Leute gibt, die wollen mich dann bestimmt auch fangen und werden mich dann einsperren und dann muss ich die ganze Zeit im Käfig leben. So habe ich mir das vorgestellt, voll der Pessimist. Und deswegen stelle ich es mir nicht so cool vor, ein Einhorn zu sein. Was war das Teuerste, was du jemals gekauft hast? Also da würde ich sagen, mein Auto. Ich meine, ich habe das jetzt nicht komplett gekauft, weil ich das abbezahle, aber ja, das ist so, wenn dann das Teuerste, glaube ich, was ich mir gekauft habe. Ansonsten ist es vermutlich mein PC, genau, mein iMac, der war sehr, sehr teuer. Ja, ich glaube, das sind so die teuersten Dinge, die ich gekauft habe. Kommen wir jetzt zu einer Frage, die sehr häufig gestellt wurde und zwar, was ist das für ein Ring an deiner Hand? Ich gehe mal stark davon aus, dass ihr diesen Ring meint. Das ist, wie viele vermutet haben, kein Verlobungsring. Nein, ich habe mich nicht schon mit Philipp verlobt. Nein, haben wir auch jetzt erstmal in nächster Zeit nicht vor oder so. Nein, es ist einfach nur ein Ring. Ein schöner Ring, wie ich finde. Der so ein bisschen aussieht wie ein Verlobungsring, das stimmt. Aber es ist keiner. Kommen wir jetzt zu der, glaube ich, so mit am häufigsten gestellten Frage. Und zwar, ziehst du um, du hast in deinem einen Video so eine Andeutung gemacht, der Baulärm interessiert mich bald nicht mehr. Genau, ich habe in einem meiner Vlogs erzählt, so ja, der Baulärm nebenan wird wahrscheinlich niemals aufhören, aber ja, interessiert mich bald nicht mehr. Und da haben schon ganz, 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 ganz viele spekuliert in den Kommentaren, so, oh mein Gott, ziehst du etwa wieder um, du bist doch erst umgezogen und ja, sowas in der Art halt. Und ich kann euch sagen, ja, ich werde wieder umziehen und ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich kann euch sagen, ich freue mich schon unglaublich sehr und das wird sehr cool und ihr könnt euch auf unglaublich coole Videos gefasst machen und ja, dazu aber dann nochmal vielleicht mehr auf meinem Vlog-Kanal wahrscheinlich, also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, da wird es natürlich dann auch sehr viele Umzugs-Vlogs geben, also falls euch das interessiert, abonniert unbedingt Kati2Go, so heißt nämlich mein Vlog-Kanal und ja, ich liebe übrigens auch meine Vlog-Community, die ist einfach die beste. So, und das waren alle Fragen, die ich jetzt beantworten wollte und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere AskKati-Videos sehen möchtet. Ja, dann drehe ich die natürlich sehr gerne weiterhin regelmäßig für euch. Ansonsten verlinke ich jetzt hier unten noch meine letzten beiden Videos. Zum einen hier dieses Video und zwar hat mir mein Freund ein komplettes Outfit eingekauft für 250 Euro. Und wenn ihr wissen möchtet, was dabei herausgekommen ist, schaut auf jeden Fall auf dieses Video. Hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Kostenlos. Es ist einfach nur dafür da, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade.
Ja, und das wär's eigentlich auch schon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!